Ich bin Markus Konrad, komme vom Sertig. Wir sind hier momentan im Sertig und gehen von hier aus auf die Telle Furken und auf die Telle Horen. Es ist leicht bewölkt heute, darum habe ich diese Route ausgewählt. Ein bisschen Nebel vielleicht innen oberhalb, aber das sollte sehr gut gehen. Hast du mal zurückgeschaut? Genial! Also am Anfang gehen wir durch den Ahrwald auf. Das ist im Sommer ein Wanderweg. Es ist sehr offen, Luckenwald. Da werden wir aufkommen im Meder, Telle Meder heisst das. Es ist ca. 25 bis 30 Grad steil. Ist südwestlich gelegen. Dann gehen wir weiter auf die Telle Furken. Die Schlüsselstelle ist für die Telle Furken bis auf die Telle Horen. Dort werden wir ein bisschen aufpassen müssen, weil sie je nachdem ein bisschen einblasen. Leider haben wir nicht auf die Telle Horen können. Wir mussten hier umstellen müssen, auf das Markhürerli sind wir. Das war meine die rechte Entscheidung wegen Windverfrachtung. Schön, hä? Jetzt ist wie im richtigen Leben. Man muss einen Plan B haben, oder? Weisses Ziel erreichen, aber nicht uns verrecken für alles. Machen wir uns bereit, geniessen es noch ein bisschen und dann, wenn das Sonnenfest kommt, let's fetz. Sehr geil. Ja, die Tour geht wohl unter vier Jahreszeiten, oder? Auch mit den Schneeverhältnissen. Es war relativ tricky zum Fahren, oder? Zum Teil feinste Pulver und nachher 10 Meter weiter bist du in die Sonnenhänge reingekommen und dann hat es wieder angefangen zu ziehen, eigentlich wie im Frühling. Und das macht es, glaube ich, aus. Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil man einfach viele lässige Leute dabei hatte. Nein, super. Ich möchte es nicht missen.